und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Letzte Woche gab es ja von mir kein Video. Das lag daran, dass ich einfach zu vertieft war ins Lernen und auch nicht die Motivation hatte, mich vor die Kamera zu setzen in meinen Lernpausen, weil ich dann einfach erschöpft war, mein Gehirn ausrauchen lassen wollte und nicht mehr drüber nachdenken wollte und vor allem nicht reden wollte, weil ich bin eine Person, ich rede beim Lernen die ganze Zeit. Also ich sage mir eigentlich alles vor, was ich lerne. Und deswegen hatte ich dann einfach gar keine Lust mehr, irgendwie zu reden oder sonst was. Und ja, deswegen kam auch einfach kein Video. Das habe ich auch auf Instagram geschrieben. Wenn ihr mir da nicht folgt, könnt ihr das gerne mal machen. Ich heiße da Dezemberchaos, so wie hier auch. Da poste ich nämlich eigentlich schon relativ regelmäßig. Also es kommt halt immer wieder darauf an, wie es gerade passt von der Uni her und so. Und ich denke mir oft, wenn ich keine Motivation habe, dann will ich mich auch nicht dazu zwingen. Immerhin ist das hier etwas, was mir Spaß macht und was ich eben gerne mache. Und sobald ich dann anfange, mich dazu zu zwingen, nur weil ich mir denke, ich muss da jetzt was drehen und hochladen, geht irgendwie der Sinn der Sache verloren, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, kam da kein Video. Und das kann auch in Zukunft öfters vorkommen, dass es mal passiert. Einfach weil die Uni manchmal sehr, sehr zeiteinnehmend ist und vor allem auch psychisch manchmal sehr schwer zu ertragen ist. Ja, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht nämlich jetzt um meinen Lesemonat September. Heute ist der 30. September, das heißt, ja, der September ist morgen vorbei und nachdem ich heute kein Buch mehr beenden werde, dachte ich mir, drehe ich das Ganze jetzt schon mal und dann kommt es auch jetzt eben diese Woche direkt hoch auf meinen YouTube-Kanal. Genau. Ich habe dafür wie immer mein Lesetagebuch, weil ich mich wieder mal nicht dran erinnern konnte, bei manchen, wie ich das Ganze bewertet habe. Wir haben hier fünf Bücher. Ich habe fünf Bücher gelesen im September, was für mich echt eine sehr, sehr große Menge ist, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich auch sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Lernen verbracht habe. Aber im Vergleich zum Juni, wo ich auch sehr viel gelernt habe, habe ich im September weniger Zeit damit verbracht. Das liegt eben daran, dass ich den ganzen Lernstoff zum einen schon ausgearbeitet habe und dass ich mir diesmal wirklich versucht habe, Zeit zu nehmen für mich selbst. Also, dass ich am Wochenende, zumindest am Sonntag, mal gar nichts mache, also gar nichts lerne, sondern wirklich eine Pause mache. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich muss sagen, dass es vom Stress her wirklich so um einiges besser war als damals im Juni. Und ja, ich habe dann eben auch geschafft zu lesen und so musste ich jetzt nicht unbedingt auf irgendwas verzichten. Und das war einfach ein guter Ausgleich. Ich hoffe, dass ich das beibehalten kann, weil es hat mir wirklich gezeigt, dass es sehr, sehr viel hilft. Auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal mit denen, die ich jetzt hier gelesen habe. Das erste Buch habe ich zwar im August schon begonnen, das heißt, habe ich auch gar nicht das Ganze gelesen im September, aber ich habe es auf jeden Fall im September beendet und ich mache das halt so, dass ich die Bücher zu dem Monat zähle, wo ich sie auch wirklich fertig gelesen habe. Auf jeden Fall ist das Elias und Laia, die Herrschaft der Masken von Sabata hier. Das Buch hat mir unglaublich gut gefallen, also wirklich. Ich bin so begeistert davon. Dieses Buch bzw. diese gesamte Reihe, die sehe ich schon seit Jahren auf BookTube und jedes Mal dachte ich mir, ich will die unbedingt lesen, aber ich habe sie mir nie geholt. Und jetzt hat die liebe Anna von Chatter Books eine Leserunde dazu gestartet und dann dachte ich so, das ist jetzt meine Chance. Ich lese die Reihe jetzt. Genau, außerdem dadurch, dass ich das von der Bibliothek ausleihen konnte, war das sehr gut. Wie ihr aber sehen könnt, habe ich mir das Buch selber auch gekauft. Ich habe es mir nämlich direkt eigentlich noch mittendrin auf Rebuy bestellt. Und ja, den zweiten Band habe ich auch gleich mitbestellt, weil es mir richtig, richtig gut gefallen hat. Okay, erstmal, worum geht es hier überhaupt? Wie soll man das erklären am besten? Es geht auf jeden Fall um Elias und Laia. Dadurch, dass es halt auch eine extrem komplexe Welt ist, fällt es mir unglaublich schwer zu erklären, worum es darin geht. Vielleicht lese ich einfach vor, um was es geht. Zumindest bei dem Buch, weil ich habe echt gerade meine Problemchen. Wie überlebt man in einer Welt, in der Männer mit silbernen Masken jeden Tag den Tod bringen können? Wie kann man sich selbst treu bleiben, wenn die Herrschenden des Imperiums alles dafür tun, voller Grausamkeit ein ganzes Volk zu unterjochen? Elias und Laia stehen auf ganz unterschiedlichen Seiten und doch sind ihre Wege schicksalhaft miteinander verknüpft. Während Elias dazu ausgebildet wird, die silberne Maske der Macht voller Stolz und ohne Erbarmen zu tragen, muss Laia täglich die Willkür der Herrschenden fürchten. Als ihre Familie ermordet wird und ihrem Bruder die Hinrichtung droht, schließt sie sich dem Widerstand an.
Als Sklavin getarnt, dringt sie in das Innerste der Militärakademie vor und trifft auf Elias, den jungen Krieger, der eigentlich ihr Feind sein müsste. Genau, so. Damit habe ich jetzt auch wirklich nicht zu viel verraten, weil das eben der Klappentext ist. Und ich denke, damit kann ich das am besten einfach wiedergeben, worum es darin geht. Wobei ich es nicht wiedergegeben habe, sondern vorgelesen habe, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall. Jetzt zu dem wichtigen Thema. Das Buch hat mir wirklich unglaublich gut gefallen. Wow, okay, ich habe meine Meinung gar nicht richtig. Tja, so viel dazu, wenn man Lesertagebuch nachschauen will, aber noch zu gar keinem Buch seine Meinung eingetragen hat, weil man so hinterher ist und irgendwie nie die Zeit dazu hatte. Ups. Mich wundert es echt, wenn jetzt noch irgendwer dran ist hier und dieses Video anschaut. So, folgendes. Am Anfang hatte ich meine Problemchen mit dem Schreibstil, beziehungsweise vor allem mit der Welt, weil sie eben, wie schon erwähnt, so extrem komplex ist und man sich da erstmal so ein bisschen reinfinden muss und erstmal so ein bisschen verstehen muss, wen es da gibt, wer jetzt die Guten sind, was die ganzen Begriffe bedeuten, wer das ist und wer das ist. Und das fand ich am Anfang echt ein bisschen schwer. Aber je mehr ich dann da drin gelesen habe und je weiter ich gekommen bin, umso einfacher war das Ganze für mich. Und umso mehr wurde ich auch eben in diesen Bann gezogen und in diese Welt reingezogen. Und das hat mir so, so gut gefallen. Das Buch ist meiner Meinung nach wirklich sehr brutal zum Teil. Also sehr, ja, gewalttätig. Und ich verstehe nicht so ganz, warum das Buch in der Kategorie für junge Leser drinnen ist. Denn ich finde, so, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Kategorie junge Leser geht. Aber für mich sind junge Leser schon eher so, weiß ich nicht, 13 bis, keine Ahnung, kommt halt drauf an, oder so 12 bis 14, 15, ich weiß es nicht. Aber ich finde auf jeden Fall, dass ich das Buch, glaube ich, damals nicht gelesen hätte. Also, dass es mir nicht so gut gefallen hätte, eben wegen dieser Brutalität. Ich finde schon, dass es so ein bisschen eher jetzt für Ältere gedacht ist. Oder eben, dass zumindest klar gemacht werden sollte, dass es sich hier um so ein brutales Buch handelt. Ja, das geht, finde ich, einfach ein bisschen unter. Ja, aber genau der Aspekt hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mir das Buch eben so gut gefällt, weil es so brutal ist und ich normalerweise nicht so der Fan von dem da bin. Aber ich kann es nur sagen, ich fand es wirklich großartig. Ich bin auch jetzt unglaublich gespannt auf den nächsten Band. Den habe ich ja auch direkt geholt und eigentlich will ich den auch bald lesen, damit ich eben nicht wieder vergesse, wer die ganzen Leute sind und damit ich nicht den Aufbau von dieser Welt vergesse, aber ich habe einfach so viele Bücher, die ich gerade lesen will und so viele angefangene Reihen, dass ich einfach nicht weiß, ob ich jetzt direkt hier weiterlesen soll. Naja. Auf jeden Fall mochte ich Elias und Laia auch beide richtig, richtig gerne und noch eine andere einen anderen Charakter, der halt eben vorgekommen ist, die mochte ich auch so, so gerne, aber ja, vor allem das Ende, es ist einfach so viel passiert und ich war so überfordert und ich war so richtig drinnen in dem Ganzen und ich habe einfach gelitten mit diesen Charakteren und ich finde, das ist schon eindeutig ein Zeichen, dass es ein richtig, richtig gutes Buch ist, zumindest für mich. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn ihr kein Problem mit brutal beschriebenen Szenen habt, weil da kamen schon einige vor. Von mir hat das Buch auf jeden Fall 5 Sterne bekommen und wenn der zweite Band und die restlichen Bände, ich glaube es gibt ja sogar 4 oder 3, wenn die alle so gut sind, dann könnte die Reihe auf jeden Fall ein Highlight für mich werden. Fand ich richtig, richtig gut. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, ist Du bist das Licht in meiner Welt von Emily Stopp. Das ist der erste Band einer Reihe. Der zweite Band ist jetzt, glaube ich, mittlerweile schon draußen. Ich habe sogar geschrieben in irgendeinem Video, wann er rausgekommen ist, habe es aber schon wieder vergessen. Mein Gedächtnis ist irgendwie echt wie so ein Nudelsieb, was gewisse Sachen angeht. Ja, darum geht es jetzt aber nicht. Es geht jetzt darum, wie mir dieses Buch gefallen hat. Und ich muss sagen, dass ich es schon gut fand, auf jeden Fall. Ich bin mir richtig unsicher, wie viele Sterne es von mir bekommen hat. Ich glaube aber 4. Allerdings muss ich sagen, dass es auch einfach aufgefallen ist, dass es das erste Buch von der Autorin war. Das ist mir schon öfters aufgefallen bei, weiß ich nicht, anderen Autoren, dass man einfach mit den Büchern eben immer besser wird im Schreiben. Zum Beispiel bei der Fletcher University Reihe von Tammy Fischer, da ist mir das auch aufgefallen. Wenn ich jetzt eben den ersten Band mit dem vierten zum Beispiel vergleiche, ist es beim vierten einfach schon so, dass das Ganze so ein bisschen lockerer
wirkt und so ein bisschen lockerer rüberkommt. Aber ich denke eben, das kommt halt mit der Erfahrung und so weiter. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall gar kein Kritikpunkt. Es ist einfach nur etwas, was mir aufgefallen ist. Kurzer Einschnitt zwischendurch. Ich habe vergessen zu erwähnen, worum es in diesem Buch überhaupt geht und mache gerade schon mit dem nächsten weiter. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal ganz kurz hier erwähnen. Es geht auf jeden Fall um Anna und Anna zieht nach Starfall, um dort auf die Universität zu gehen und es ist halt eben ihr erstes Jahr dort und sie ist schon sehr, sehr aufgeregt. Und in Starfall trifft sie dann auf Finn wieder und Finn ist ihr Kindheitsfreund, ihr erster Crush sozusagen und er war einfach immer ihr bester Freund, bis er dann von einem Tag auf den nächsten komplett den Kontakt abgebrochen hat, nachdem ihre Mutter einen Autounfall hatte und dort eben verstorben ist. Und ja, die Familie von Finn ist dann auch aus diesem Haus ausgezogen und ihre Wege haben sich einfach komplett gespalten und Anna hat nie verstanden, warum eigentlich. Und ja, auf jeden Fall trifft sie dann eben in Starfall wieder auf Finn durch Zufall, denn in einem Café lernt sie Mira kennen. Und Mira ist ganz zufällig die Schwester vom besten Freund von Finn und die drei wohnen gemeinsam in einer WG. Also was für ein Zufall, dass sie genau diese Person am ersten Tag kennenlernt, die dann auch noch die Schwester ist. Ja, auf jeden Fall kommen sie sich halt da so dann doch ein bisschen näher, weil Anna eben eingeladen wird zu Partys, einfach in ihre Wohnung, Filmabende und so weiter. Und dann, ja, nähern sich die beiden wieder an und wir begleiten die beiden dann eben auf ihrer gemeinsamen Reise. Und ja, was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat in dem Buch, ist, dass Annas Ängste so behandelt wurden. Also vor allem auch, dass es, wie sie, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, das ist halt kein großer Spoiler eigentlich. Es geht halt eben um einen Moment darum, wo sie einmal feiern war in einem Club und dort dann von ihrer Freundin Mira, die sie eben kennengelernt hat, auf die Tanzfläche gezogen wurde. Und Anna hat aber Angststörungen, beziehungsweise hat sie einfach Ängste in viel zu großen Menschenmengen. Wenn sie dort das Gefühl hat, dass sie nicht dieser Situation entweichen kann, sondern einfach quasi gefangen ist. Und dann hat es mir richtig gut gefallen, dass es dann nicht so vorkam, dass plötzlich alles okay war und dass sie das einfach gut überstanden hat und so weiter, sondern dass sie eben einfach wirklich eine Panikattacke bekommen hat und dass es auch beschrieben wurde. Und dass die Ängste nicht sofort verschwunden sind, sobald sie eben einmal sich jetzt über irgendwas drüber getraut hat, sondern dass es wirklich über das ganze Buch sich gezogen hat, weil es ist einfach so, wenn man eine Angst hat, dann verschwindet die nicht sofort, nur weil du das eine Mal eine gute Erfahrung gemacht hast, beziehungsweise es einmal geschafft hast. Das ist genauso bei mir. Ich habe zum Beispiel sehr große Angst davor, Telefonate zu führen. Und bevor ich irgendwo anrufe, bin ich immer so nervös und muss mir manchmal auch wirklich ein Skript schreiben, was ich sagen will. Zumindest irgendwie so halb. Das brauche ich zwar mittlerweile eher weniger, aber ich überlege das vorher tausendmal, wie ich das formuliere und wie ich was sage. Und brauche immer echt lange, bis ich wo anrufe. Und trotzdem, jedes Mal, nachdem der Anruf vorbei ist und ich gemerkt habe, okay, eigentlich ist es überhaupt nicht schlimm anzurufen, ist es beim nächsten Mal trotzdem wieder so, dass die Angst einfach wieder da ist, obwohl ich auch weiß, dass sie unbegründet ist zum größten Teil. Und deswegen fand ich das eben so gut dargestellt, dass die Angst nicht verschwunden ist direkt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob es da irgendwie ein Buch gab, was mir da negativ aufgefallen ist in dieser Hinsicht, aber ich kann einfach nur sagen, dass es mir bei dem auf jeden Fall positiv aufgefallen ist. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Auflösung am Ende so ein bisschen jetzt nicht langweilig war, aber ich habe mir einfach so ein bisschen mehr erwartet von dem, was da aufgeklärt wird. Ich kann natürlich nicht zu viel verraten, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich es dann eigentlich gut fand, dass es eher so im realistischen Rahmen war und dann doch eigentlich eher relativ unaufregend gehalten wurde, weil es dadurch einfach ein bisschen realistisch war. Im Endeffekt sind das beides halt keine großen Kritikpunkte, sondern einfach etwas, was mir aufgefallen ist. Und deswegen hat das Buch von mir auch 4 Sterne bekommen, weil ich es einfach richtig gut fand. Und ich bin auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es dann im zweiten Band weitergeht, beziehungsweise geht es da ja um andere Charaktere. Fand ich wirklich ein sehr, sehr süßes Buch für zwischendurch und ich kann es euch nur empfehlen. Das nächste Buch ist der 3. Band einer Reihe und den habe ich im Buddyread gelesen mit der lieben Natalie von Book Nature Paradise. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen auf Instagram. Und zwar war das Vielleicht irgendwann von Caroline Wahl.
Das ist eben, wie gesagt, der dritte Band der Vielleicht-Reihe. Da gibt es jetzt vielleicht jetzt, dann vielleicht nie und vielleicht irgendwann. Ich weiß noch, dass mir der erste Band nicht ganz so gut gefallen hat. Den zweiten mochte ich dann ein bisschen lieber, aber da kam es dann am Ende zu so einem Ding, was für mich einfach unnötig war oder weiß ich nicht, was jetzt einfach nicht hätte sein müssen, dass das jetzt noch passiert. Und ja, trotzdem hat es mir besser gefallen und deswegen war ich auch schon sehr, sehr gespannt eben auf diesen Band. Hier geht es um die Dritte im Bunde, also im Mädchenbunde sozusagen in der WG. Es geht um Carla. Und Carla liebt Motorsport, also Formel 1, Formel 2, alles Mögliche, was es da so gibt. Aber sie erfährt dann eines Tages, dass ihre Eltern sich das Ganze nicht mehr leisten können und dass ihr Vater die Werkstatt verkaufen muss, in der sie früher so viel Zeit verbracht hat und mit der sie einfach so, so viel verbindet und wo sie auch weiß, dass es ihrem Vater sehr, sehr viel bedeutet. Und deswegen versucht Carla alles Mögliche zu tun, um Geld zusammenzukratzen und ihren Eltern beizustehen und ihnen zu helfen, ja, das Ganze abzubezahlen und irgendwie einfach die Werkstatt behalten zu können. Und ganz zufällig trifft sie da auf den Formel-2-Star Henning Kiefer, der, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie sie sich getroffen haben. Ah doch, ja stimmt, bei einem Catering-Einsatz, denn Carla arbeitet nämlich auch noch bei Leckerste, das ist eben so ein Catering, eine Catering-Firma. Und dort hat sie dann bei einem Motorsport-Event gecatert und hat dort Henning Kiefer kennengelernt. Und die beiden wurden dann nochmal zusammengeführt, indem sein Manager Carla vorgeschlagen hat, dass die beiden sich doch daten könnten. Also eben, dass die beiden sich fake daten könnten, damit Henning mehr Aufsehen bekommt, mehr Presse, mehr, weiß ich nicht, einfach mehr Sponsoren. Denn er muss sich nämlich gut darstellen, um eben Sponsoren zu bekommen. Denn das Ganze ist nämlich auch nicht so einfach. Denn der Sport und sein Beruf, sein Hobby kostet auch einiges an Geld. Und Carla benötigt natürlich eben, wie gesagt, das Geld, um ihrer Familie zu helfen. Deswegen willigt sie im Endeffekt auch ein und ja, genau. Der letzte Satz hier hinten ist: Aber was ist, wenn aus einer Fake-Beziehung plötzlich ernst wird? Genau, wie man dann schon denken kann, die Gefühle zwischen den beiden werden im Laufe des Buches real. Was ich dazu sagen kann, ist, dass mir der Schreibstil eigentlich diesmal wieder ganz gut gefallen hat. Und ich mochte Carla richtig, richtig gerne. Also ich mag sie nach wie vor natürlich richtig gerne. Und auch Henning mochte ich eigentlich ganz gerne. Ich muss sagen, dass ich bis zur Hälfte oder so bis zum letzten Drittel, würde ich sagen, unglaublich begeistert war von dem Buch. Ich mochte einfach die Art, wie Henning und Carla sich miteinander unterhalten haben, wie sie sich gegenseitig so ein bisschen geneckt haben und einfach dieses, weiß ich nicht, dieses Streiten, was kein richtiges Streiten ist, sondern einfach so, weiß ich nicht, miteinander irgendwie flirten und anecken und sowas. Und das fand ich halt eigentlich richtig, richtig süß. Das habe ich echt gerne gelesen. Leider muss ich dann sagen, dass es vor allem im letzten Drittel irgendwie sehr viel zu Stimmungsschwankungen kam. Also nicht Stimmungsschwankungen, aber so Meinungsänderungen und ohne jetzt zu viel zu sagen, war es bei Carla dann einfach so, dass sie für mich irgendwie, dass es zu viel hin und her ging mit: Ich mag Henning, aber irgendwie ist er doch blöd und irgendwie, keine Ahnung, was ist, wenn seine Gefühle nicht echt sind, was ist, wenn das alles nur wegen diesem Fake-Dating ist, aber andererseits brauche ich ihn unbedingt in meiner Nähe, aber dann muss ich auch wieder Zeit für mich selbst haben und keine Ahnung. Also, es war dann für mich am Ende einfach viel zu viel hin und her. Und das hat dann auch leider ein bisschen länger angedauert. Das war einfach für mich einfach zu viel. Und deswegen habe ich dem Ganzen auch einen Stern abgezogen. Und es sind im Endeffekt nur 4 Sterne geworden. Denn das letzte Drittel konnte mich dann nicht mehr so gut unterhalten. Und ja, deswegen finde ich einfach, dass es dann nicht so viel Sinn gemacht hätte, wenn ich dem Buch trotzdem die vollen 5 Sterne gebe. Aber 4 Sterne sind meiner Meinung nach immer noch richtig, richtig gut. Es ist trotzdem mein Lieblingsband von der Reihe, muss ich sagen. Aber ja, ich hätte mir einfach gehofft, dass es am Ende so von mir so ein paar Mal hin und her oder ein, zweimal, okay, aber es kam halt dann doch schon etwas öfter vor und das war mir dann einfach zu viel. Ja, aber sonst kann ich euch die Reihe auf jeden Fall empfehlen. Es ist einfach eine sehr, sehr süße Reihe, so zum Einkuscheln, am besten jetzt so im September und einfach darin versinken. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Das vorletzte Buch, das ich gelesen habe, ist Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie, von Lauren Oliver. Das Buch liegt schon seit Jahren auf meinem Sub, also lag, mittlerweile ist es ja davon befreit.
Und ich habe das auch im Buddyread gelesen mit der lieben Jen von Fantasy. Kann ich Fantasy. Also ich tue mir echt immer so schwer mit hier, mit Instagram-Namen, aber ich werde sie auf jeden Fall auch unten verlinken. Genau. Und wir haben das Buch eben gemeinsam gelesen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, weil ich glaube nicht, dass ich das selber sonst gelesen hätte. Ich muss sagen, dass ich mit dem Buch schon zweimal gestartet habe, aber ich habe dann jedes Mal wieder abgebrochen und nicht weitergelesen, obwohl ich halt noch relativ am Anfang war. Aber es hat mich da nicht gefesselt. Und ja, jetzt im Nachhinein bereue ich das sehr, dass ich das nicht viel früher gelesen habe, denn das Buch hat mir unglaublich gut gefallen. In dem Buch geht es um Samantha Kingston und der 12. Februar sollte für sie eigentlich ein ganz normaler Tag werden, aber es ist ihr letzter Tag und sie stirbt an diesem Tag. Aber das ist nicht das Einzige, was passiert, denn nachdem sie den Unfall hat und dort verstorben ist, wacht sie plötzlich auf, ihr Wecker läutet und es ist alles wie vorher. Es ist plötzlich wieder der 12. Februar, es ist der gleiche Tag, alles fängt gleich an und niemand scheint sich daran zu erinnern, was passiert ist am Tag davor, sondern es wiederholt sich einfach der gleiche Tag. Und da muss ich sagen, dass ich das überhaupt nicht wusste, dass das da drin passiert. Ich habe auch überhaupt nicht damit gerechnet, weil es nämlich bei meinem Klappentext hinten nicht draufsteht. Ich habe aber dann gegoogelt und habe bemerkt, dass es eigentlich bei vielen Klappentexten und auch vor allem auf der Thalia-Website und so weiter, dass es da überall draufsteht. Und deswegen verrate ich das jetzt auch. Ich muss sagen, dass ich wirklich froh war, dass ich das nicht wusste, weil mich das dann eben sehr, sehr überrascht hat und dann auch mein Interesse geweckt wurde. Deswegen fand ich das halt auch richtig, richtig cool, dass es eben bei diesem Buch jetzt der Fall war und dass es da auch so vorkam, weil ich eben keinen Vergleich hatte. Ich habe noch nie sowas gelesen. Und in dem Buch erleben wir den Tag 7-mal. Das heißt, ja, es passiert eben 7-mal der gleiche Tag. Natürlich ist es bei jedem Tag anders und jedes Mal gibt es ein anderes Ende. Es gibt andere Erlebnisse, andere Dinge, die Samantha tut, die sie ändert. Sie ändert ihr Verhalten. Sie versucht verschiedene Dinge aus, probiert sie einfach aus. Und ich muss sagen, dass es mir bei einem Kapitel schwer gefallen ist, da eine Szene zu lesen. Also da hat es mir dann irgendwie nicht so gut gefallen. Beziehungsweise dieser gesamte Tag war jetzt nichts für mich. Aber trotzdem fand ich es eigentlich richtig, richtig gut. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, dass es einfach gut gepasst hat. Also dieser eine Tag hat trotzdem gut zu allem anderen gepasst. Und ich muss sagen, dass wenn ich in ihrer Haut stecken würde, würde ich wahrscheinlich auch einfach die unterschiedlichsten Sachen ausprobieren, weil ich mir denken würde, es macht sowieso keinen Unterschied. Ich wache wieder auf, jeder hat vergessen, was passiert ist. Warum nicht einfach verschiedene Sachen ausprobieren und schauen, was passiert? Samantha ist eines der beliebtesten Mädels auf ihrer Schule. Sie hat noch drei beste Freundinnen, die eben eine Clique ergeben zu viert und die machen immer alle zusammen was. Und ja, das sind einfach die beliebtesten Mädchen. Das Problem ist aber, dass sie sehr, sehr oft andere Leute niedermachen und sie sind auch oft der Auslöser von Mobbing. Vor allem eine Freundin von Samantha. Wer war das? Die Lindsay, genau. Lindsay, sie ist vor allem die, die das sehr, sehr oft startet, das Ganze. Und im Laufe des Buches hat Samantha jetzt eben die Chance, ihr Verhalten zu überdenken, vielleicht zu ändern, irgendwas Gutes zu bewirken. Ich mochte natürlich die Clique an sich zusammen nicht so gerne, auch wenn sie irgendwie untereinander sich sehr lustig verhalten haben zum Teil, aber natürlich mochte ich diesen Mobbing-Aspekt einfach gar nicht und mir war diese Clique auch einfach überhaupt nicht sympathisch. Aber hier ist es wieder so, dass das einfach sein muss. Also ich finde, man kann gewisse Bücher nicht einfach schlecht bewerten, nur weil einem die Charaktere nicht zusagen, denn für die Geschichte war das einfach wichtig, dass das solche Charaktere sind und dass die sich so verhalten. Und ja, was aber eben dann gut gelungen ist, ist, dass Samantha einfach ihr Handeln überdacht hat und das war für mich dann eben das Ausschlaggebende und das Wichtige. Und die anderen der Clique haben sich natürlich nicht verändert, weil die haben ja auch immer wieder den gleichen Tag überlebt. Überlebt auch, aber halt erlebt. Und die haben einfach nicht so angefangen, Sachen zu hinterfragen wie Samantha. Ist auch logisch. Für mich ist das Buch auf jeden Fall ein Highlight. Von mir hat es 5 Sterne bekommen.
Vor allem auch der letzte Abschnitt. Wir haben das immer so in 4 Abschnitte eingeteilt, also so 130 Seiten circa, 120. Die letzten 120 Seiten, die haben mir so, so, so gut gefallen. Ich hätte vor allem mit so vielen Sachen, die in dem Buch passieren, nicht gerechnet. Und vor allem das Ende, mit dem hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Aber mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ich habe dann auch direkt darauf den Film angeguckt, der mir auch gut gefallen hat. Aber natürlich ist der Film überhaupt nichts im Vergleich zum Buch. Was auch irgendwie logisch ist, weil man einfach nicht den ganzen Umfang von einem Buch in einen 1,5-stündigen Film packen kann. Ja, ich würde euch also empfehlen, das Buch zu lesen. Und ich hoffe sehr, dass es euch genauso gut gefällt, wie es mir gefallen hat. Ja, aber ich fand es richtig, richtig gut. Und das letzte Buch, das ich gelesen habe, habe ich gestern erst beendet. Und es hat mir auch wieder richtig, richtig gut gefallen. Also im Gesamten war das ein sehr, sehr guter Lesemonat, muss ich sagen. Und zwar war das ein Rezensionsexemplar, das ich bekommen habe vom Bloggerportal, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und zwar 2 Herzen unter 8 Millionen von Kate Spencer. Der Titel ist schon mal kitschig, das Cover ist auch so ein bisschen kitschig, aber ich finde es auch richtig, richtig schön. Vor allem, da das da so einen Fühleffekt auch noch hat. Und hinten hat es auch so einen Fühleffekt. Ich fand es halt richtig, richtig schön. Ja, ich habe bisher wirklich schon sehr, sehr viel Gutes von dem Buch gehört und ich kann mich dem Ganzen auch wirklich nur anschließen. Ich fand es einfach so, so gut. Ich mochte die Charaktere beide richtig, richtig gerne. Ich mochte sie zusammen unglaublich gerne. Und was ich auch voll gut fand wieder ist, dass man 2 Blickwinkel bekommt von der Geschichte. Also einmal wird die Geschichte aus Hayes Sicht erzählt, Hayes, und einmal aus Frannys Sicht. Ich weiß nicht, wie man die beiden ausspricht. Genau, das fand ich auf jeden Fall richtig cool. In dem Buch geht es, wie ich mal wieder vergessen habe zu erwähnen, um, wie gesagt, schon Franny und Hayes. Und Franny erlebt den schrecklichsten Tag ihres Lebens, ihres bisherigen Lebens. Und zwar wird sie gefeuert, dann muss sie sich auch noch in die U-Bahn reinquetschen und zu allem Überfluss bleibt dann auch noch ihr Kleid hängen in der U-Bahn-Tür und wird aufgerissen hinten. Sodass sie jetzt eben ja, ein offenes Kleid hat und alle Welt ihre Unterwäsche sehen kann. Fand ich natürlich schon mal einen sehr, sehr lustigen Einstieg, der auch vielleicht ein bisschen übertrieben gewirkt hat und auch ein bisschen übertrieben war, aber einfach jetzt nicht im schlechten Sinne, sondern ich fand es einfach unterhaltsam. Ja, und natürlich versucht sie jetzt irgendwie, sich aus dieser Situation rauszubekommen, irgendwie, weiß ich nicht, eine Lösung zu finden. Und dann taucht plötzlich Hayes auf, der ihr sein Sakko anbietet, dass sie sich drüber ziehen kann, damit das eben hinten verdeckt ist. Und ja, sie nimmt das natürlich dann dankend an, nach ein bisschen Hin- und Hergerede, aber sie nimmt es auf jeden Fall im Endeffekt an. Und wie das Ganze in Zeiten vom Internet so ist, gibt es natürlich da Fotos und Videos davon, wie die beiden sich kennengelernt haben und wie sie ja sich so verliebt angeguckt haben, obwohl die Situation natürlich ganz, ganz anders war, wurde sie im Internet ganz anders gedeutet. Und es wurde so dargestellt, als wäre das jetzt die größte New Yorker Love Story seit Jahren. Tja, und die beiden bekommen dann auch eine Einladung ins Fernsehen, um dort über ihre Geschichte zu reden, die beide auch annehmen aus unterschiedlichsten Gründen. Und dort lernen sie sich dann zum ersten Mal richtig kennen und können sie einfach gar nicht ausstehen. Zumindest kann Franny Hayes überhaupt nicht leiden. Aber New York ist sehr groß. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wieder trifft, ist sehr, sehr gering. Oder? Ja, wahrscheinlich nicht, wie ihr euch schon denken könnt. Immerhin ist es eine Liebesgeschichte. Natürlich treffen die beiden wieder aufeinander. Das Schicksal führt sie zusammen. Und ja, ich fand es einfach wirklich, wirklich süß. Ich mochte das so richtig gerne, dass das Ganze nicht überstürzt gewirkt hat, dass es sich so langsam aufgebaut hat, dass es sehr, sehr realistisch war, bis auf diese U-Bahn-Sache, aber ist ja egal. Also vom Handlungsstrang her fand ich es einfach sehr realistisch und ich fand es auch wirklich gut, dass es nicht irgendwie so ganz, ganz komische Zufälle waren, wie sie sich kennengelernt haben und dann wieder getroffen haben, sondern dass es einfach gute Gründe gab und dass das Ganze gut ausgearbeitet war. Ich mochte den Schreibstil auch unglaublich gerne und dadurch, dass die Schrift schon ein bisschen groß ist, finde ich, ist man auch sehr, sehr schnell vorangekommen. Das hat mir persönlich sehr gut geholfen in meinen Lernpausen, weil ich da durch dieses Buch einfach abschalten konnte und trotzdem auch beim Lesen eigentlich ganz gut vorangekommen bin, auch wenn ich mal nur eine halbe Stunde Zeit hatte oder so. Und
ja, es hat mir wirklich sehr, sehr geholfen, so meinen Stress ein bisschen abzubauen. Also ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Es ist unglaublich süß, es ist schön cozy. Man fühlt sich einfach gut, wenn man das Ganze liest. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass am Ende etwas passiert, woraufhin Franny dann irgendwie gefühlt aus dem Nichts sich ziemlich zurückzieht. Ja, da konnte ich das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum sie diese ganze Sache jetzt so beendet, wie sie es eben beendet hat. Aber ich muss sagen, dass ich es dann im Laufe der letzten Seiten dann vielleicht doch so ein bisschen mehr verstehen konnte und so, ja, mich ein bisschen mehr in sie reinversetzen konnte. Und eigentlich habe ich dann auch schon mich auch in ihr wiedergesehen, denn wenn mich irgendwas komplett stresst, dann mache ich oder sage ich leider voll oft Sachen, die ich einfach unter normalen Umständen nicht so gesagt hätte, oder ich bin einfach so überfordert mit meiner Situation, dass ich dann andere Sachen da mit reinziehe oder überdramatisiere, obwohl das gar nicht nötig wäre. Deswegen habe ich sie dann doch ganz gut verstanden. Und ich würde auch wirklich sagen, dass das, nachdem das nur wirklich so ein paar Seiten betroffen hat, keinen großen Einfluss für mich auf die Gesamtbewertung hat. Für mich war das einfach im Gesamten ein richtig, richtig gutes Buch. Und es hat mir, wie gesagt, vor allem in den ersten, also nicht 300 Seiten, 375 Seiten, denn es hat ungefähr 475, also es war dann wirklich nur in den letzten 100 Seiten, wo das vorkam, in den letzten 50, 60 Seiten, ich weiß es nicht. Der Fall, wo es mir dann eben so ein bisschen weniger gefallen hat, aber davor hat es mich einfach begeistert und deswegen würde ich das nicht fair finden und vor allem auch nicht wirklich begründet, wenn ich dann deswegen einen Stern abziehe oder sowas. Und deswegen gibt es von mir trotzdem 5 Sterne, weil es mich wirklich unterhalten hat, ich sehr, sehr begeistert davon war und ja, ich es einfach richtig, richtig süß fand und die beiden auch einfach echt gerne mochte. Was soll ich sagen? Ich kann es nur empfehlen. Es ist auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Geschichte jetzt für den Herbst und ja, ich fand es unglaublich süß. Ja genau, das waren jetzt auch alle Bücher, die ich gelesen habe im September und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Erstens wegen der Menge, die ich wirklich geschafft habe, obwohl ich eben so viel gelernt habe und wegen der Bewertung. Also es waren einfach sehr, sehr gute Bücher dabei. Es waren alle wirklich mindestens 4-Sterne-Bücher, also ich kann mich nicht beschweren. Mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, wie euer Lesemonat gelaufen ist, welche Bücher ihr gelesen habt, welches vielleicht euer Highlight war oder welches euch gar nicht gefallen hat oder ob es allgemein vielleicht gar kein Buch gab, was jetzt so ein unglaublich gutes Buch war. Ja, schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss! We'll be right back.